Zur Europawahl dürfen ja zum ersten Mal auch die 16- und 17-Jährigen wählen. Und kannst du was dazu sagen, wie es eigentlich dazu gekommen ist? Und vor allem, warum sollten Jugendliche von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen? Also ich kann das sehr gerne ausführen, weil es ist ja durchaus sehr interessant, wie das zustande gekommen ist. Bei der letzten Europawahl war es ja leider noch so, dass ab 18 erst gewählt werden darf in Deutschland. Und schon damals gab es mehrere Jugendliche, die das tatsächlich gestört hat, dass sie nicht mitwählen durften. Und die haben sich damals, 2019, tatsächlich zusammengetan und haben Verfassungsklage eingereicht gegen dieses Wahlalter von 18, eben mit der Begründung, in anderen Ländern wie Österreich und Malta zum Beispiel darf schon mit 16 gewählt werden. Und das dann eben gegen die Gleichheit der Wahl spricht, dass es in Deutschland anders ist. Und dann vor einem Jahr ungefähr hat dann die Ampelregierung mehrere Gesetzesentwürfe eingebracht und dann tatsächlich auch selbst das Wahlalter gesenkt. Das heißt, die sind dem Verfassungsgericht zuvorgekommen. Und Ende letzten Jahres, also im Dezember, hat dann auch der Bundesrat noch zugestimmt. Das heißt, sie haben letztes Jahr gegen Ende des Jahres dann tatsächlich das Wahlalter auf 16 gesenkt. Und wie ich mitbekommen habe, war da tatsächlich auch die Verfassungsklage, an der ich zum Beispiel auch mit beteiligt war, war da tatsächlich der Anstoß dazu, dass die Ampelregierung eben sich das Thema anschaut und da dann auch natürlich handelt und dementsprechend dafür sorgt, dass wir nächstes Jahr auch 16- und 17-Jährige haben, die bei der Wahl teilnehmen dürfen.